Hallo, herzlich willkommen bei Overland Tour und ich habe euch heute eine kleine Produktvorstellung meines neuen Reisegepäcks mitgebracht. Ich habe mal gedacht, schaust du dir mal nach einem neuen Daypack um, wo meine Technik reinkommt und für das Reisegepäck ein Doublepack. Ich habe gemerkt in den letzten knapp 20 Jahren Backpacking, dass mein Rucksack eigentlich nicht immer richtig benutzt wurde. Das heißt, es war recht sperrig. Ich habe schon viel reingekriegt, aber irgendwie hat es mir gereicht, wenn ich meinen Daypack am Rücken getragen hätte und am Flughafen bis zum Bus oder sowas eine Tasche hätte, den ich aber vielleicht auch notfalls mal 1 bis 3 Kilometer tragen könnte und dann halt auch als Rucksack benutzen. Also ganz klassisch. Ist zwar da nicht ganz bequem wie mein alter Rucksack, aber das möchte ich gerne mal ausprobieren. Im Januar fliege ich nach Thailand und dachte mir, ey, dann guckst du mal. Und heute Nachmittag geht es für mich erstmal nach Kasachstan. Und da habe ich jetzt mir gedacht, den Test ziehe ich vor. Ja, wie sieht's aus? Ich habe von der Firma Deuter meine 2 Wunschsachen zur Verfügung gestellt bekommen und darf die testen. Das ist einmal der Aviant Duffel Pro 60 Liter, so schön im Gelb. Und dann habe ich noch mein Daypack. Und zwar das Besondere daran ist, dass es auch für ein Laptopfach hat, aber dazu komme ich gleich, den Aviant 68 Excess 38, so heißt er, genau. 38 Liter hat der. Ich komme einfach gerade mal zu einer Sache, die beide oder diese ganze Aviant-Serie von Deuter hat. Und zwar haben die jetzt alle ein NFC-Chip hier vorne verbaut. Und da kann ich ganz einfach, ich blende das mal nebenan ein, mich übers Handy, also das Handy dranhalten an den Chip und dann registrieren. Auf diesem Chip ist wohl nur eine Nummer drauf gespeichert. Ich kann dann über diese Nummer bei Deuter direkt meine Daten hinterlegen. Und wenn das Gepäckstück mal verloren geht, jetzt zum Beispiel, weil es dieses Jahr ja öfters bei großen Flughäfen der Fall, kann man das auslesen, bei Deuter eine Anfrage machen. Ich habe bei Deuter gesagt oder hingeschrieben über die App, mein Gepäckstück ist weg. Und dann bekommen die Daten von mir, von Deuter direkt, also nicht irgendwie von dem Chip. Und ich bekomme hoffentlich dann mein Gepäckstück wieder. Eigentlich eine tolle Sache, wenn es funktioniert, super. Also ich habe das mal gemacht und bin gespannt. Zu dem Excess 38 komme ich gleich, weil ich möchte gerne ein bisschen den Schreibtisch aufräumen oder den Tisch hier und fange einfach mal mit dem Duffel Pro 60 an. Hat 60 Liter und wie ihr seht, passt da ziemlich viel rein. Er hat auch Stripes, damit man T-Shirts oder die Sachen festmachen kann, wie im Koffer. Und dann lege ich einfach mal los. Ich habe hier schon mal vorgepackt. Ich packe ja immer gerne in so Jütesäcke, da ist es ein bisschen sortiert, fällt nicht durcheinander und es kann atmen. Hier habe ich drin eine riesen dicke Fließjacke und eine Regenjacke. Ich packe die mal mit ein. Die Fließjacke werde ich sehr wahrscheinlich im Flugzeug anziehen, weil es mir da mal kalt ist, aber unterwegs würde ich sie ja tragen. Dann habe ich für mich ungewöhnlich 11 T-Shirts eingepackt. Normal habe ich immer 5 mit, also weniger als die Hälfte. Das heißt, es wird auch voll. Ich weiß nämlich nicht, wie es in Kasachstan ist mit dem Waschen. Deswegen nehme ich einfach mal ein bisschen mehr mit. Genauso viele paar Unterwäsche habe ich auch in meinen Beutel rein. Also Unterhosen und Strümpfe. Auch viel zu viel, normal wesentlich weniger. Dann habe ich ein Longsleeve und eine lange Hose für die Nacht. Also so eine Art Pyjama nehme ich gerne mit, packe ich ein. Dann ist in Almaty morgen noch, ich glaube 32 Grad bis 34 Grad. Kommt noch eine kurze Jeanshose rein. Dann packe ich hier noch mein Reisestativ rein, weil das möchte ich nicht in den Daypack rein tun. Ist ein bisschen unflexibel, so für Technik. Außerdem schwer und störrig. Kommt auch hier rein, passt ziemlich gut rein. Was habe ich noch? Erste-Hilfe-Kasten vor der Set. Nehme ich mal mit. Langhaarschneider für den Bart. Meine Flipflops. Dann habe ich noch, hier mein Kulturbeutel. Den tun wir noch mit rein. Dann habe ich hier Deo und
Duschgel, ein Handtuch, man weiß ja nie, wie es im Hostel ist. Dann habe ich so eine Art Tagesrucksack, den man klein machen kann. Oder eine Tasche, weil es ein bisschen weniger ist. Noch eine Jutebeutel für die Schmutzwäsche und eine Badehose. Weiß ja nie, vielleicht gehe ich schwimmen oder ins Schwimmbad. So, das packe ich alles mal ein und dann komme ich mal hier. Ich zeige euch das mal hier und da wäre sogar noch relativ viel Platz. Das heißt, ich könnte noch mindestens einen Pulli oder sowas reinmachen und denke mir, naja, gut. Wenn da noch so viel Platz ist, habe ich noch ein bisschen Technikkram, was ich reinmachen kann, ist hier so ein Stromverteiler, weil mir einfach immer eine Steckdose und dass ich alles aufladen kann, habe ich hier noch Verteiler von USB-C und A, ein paar USB-C-Kabel, die kommen auch noch rein. So, ich denke mir mal, das war's alles und ich habe immer noch Platz. Die Maße von dem Duffelbag blende ich euch jetzt mal ein, wie Deuter angibt von der Größe. So, dann mache ich den zu und das Gute daran ist, weil ich den ja aufgebe, kann ich den hier auch abschließen. Das heißt, ich habe hier mit meinem Schloss, gehe ich einfach durch, zack, einmal rum, zack, abgeschlossen und es kann mit in den Flieger. Jetzt hatte ich ja gesagt, man kann den auch als Rucksack tragen. Und zwar, ich mache das mal hier. Hier kann ich aufmachen und habe einfach zwei Schultergurte, die ich hier einstecken kann. Ihr seht, das geht ratzfatz. Und dann habe ich hier praktisch meine Schultergurte. Ich kann ihn aufziehen, ganz normal, wie ein Rucksack. Er ist nicht so bequem, muss ich jetzt schon sagen, aber ist okay. Für, ich sag mal, bis zu 3 Kilometer wird es kein Problem sein. Ich kann noch ein bisschen ranziehen, wird es bequemer. Er wird wahrscheinlich sehr schwitzig werden, weil es kein Belüftungssystem ist, aber das ist in Ordnung für meine Zwecke. Was als Tasche tragbar ist, ich kann den Rucksack dann hier, ich habe einfach hier, mache das mal so, kann das aufmachen, lege das rein mit dem Klett und habe hier ganz normal meine Tasche und kann den als Tasche tragen. Alles in allem, ich finde es eine ganz gute Sache, es ist nicht so groß, er ist nicht schwer, ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Komme ich jetzt zu meinem Tagesrucksack für die Technik, wo ich reinmache, den Access 38, hat ein, was ich immer schön finde, ein Frontladesystem. Man kommt immer an alles dran. Er ist auch ziemlich schmal geschnitten und das fand ich auch sehr nett. Und habe schon gedacht, uiuiui, ob alles reinpasst. Jetzt habe ich aber noch eins vergessen beim Duffelbag. Und zwar gibt es auch noch ein Schuhfach. Das fällt mir gerade auf, weil meine Schuhe hier ja noch stehen, meine Wanderschuhe. Die stecke ich jetzt noch schnell mit rein, dass ihr seht, dass das auch noch reinpasst. Da sind die nämlich auch weg vom Schreibtisch. So, zack, Schuhe weg, Ast rein. So, jetzt komme ich wieder zurück. Also, der Access 38. Hier habe ich meine neue Mini 3 Drohne samt allen Akkus und der EC-Steuerung in deren Back. Ich weiß noch nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ist auch neu, muss ich testen und mal anschauen, wie es wird. Dann habe ich hier GoPro 10 mit ein bisschen Zubehör, zwei Lavalier-Mikrofone, falls man die brauchen sollte. Ich weiß es noch nicht. Ein kleines Stativ für die GoPro. Dann habe ich hier sowas, kleine Tupperdosen immer. Da tue ich Kabel und sowas rein, einfach um es zu sortieren, damit nicht alles durcheinander fliegt im Rucksack und ich es leichter finde. Hat sich bewährt in den Lauf der Jahre. Finde ich ganz gut. So, dann habe ich noch zwei Objektive für meine Fuji X-T4. Die kann ich noch mit reinladen. Und habe noch eine Powerbank. Und dann habe ich noch ein Mikrofon. Ja, meine Sonnenbrille, mein Hut wird auch noch reinpassen. Oben ist noch eine Tasche, da kommt meine Sonnenbrille nachher rein. Und den Hut, wenn ich ihn nicht auf habe, für den ist auch auf alle Fälle Platz. Wie ihr seht, ist jetzt hier
mache das nochmal hier, muss ich mal gerade anmachen. So, wie ihr seht, ist jetzt hier vorne super viel Platz noch. Und hier passt noch meine Fuji X-T10 rein und hier die kleine Sony-Kamera für YouTube-Videos. So, also es ist genug Platz. Ich mache das jetzt mal hier zu, dass ihr das seht. Die Maße blende ich euch jetzt auch mal ein von dem Rucksack. Und so sieht er aus. Ist ziemlich dünn, finde ich, und ziemlich schick. Aber jetzt kommt's. Das, was für mich das Wichtigste war, das Laptopfach. Das Laptopfach ist hier. Ist hier drinnen an der Seite. Es ist gepolstert etwas. Und Deuter gibt an, dass ein 13 Zoll Laptop hier reinpasst. Ich habe ein 16 Zoll MacBook Pro und habe halt gedacht, naja, ich probiere das mal und hoffe, dass er reinpasst. Ich habe es ausprobiert und ich war wirklich überrascht, der Laptop passt rein. Dann habe ich hier noch meine kleine Schutzhülle drumherum gemacht. Das ist ja auch noch mal ein bisschen gepolstert und gesichert. Und zack, steck's rein und weg ist er. Ist perfekt. Mach hier zu. Ich kann hier noch die Seite ein bisschen verschließen, dann ist nämlich in dem Moment, kriege ich es nicht mehr so leicht raus. So, hier oben auch nochmal rum, den Clips. Jetzt ist er da. Und wie ihr seht, es passt alles rein. Ich finde, für 38 Liter bei der Größe ist es ein Top-Rucksack. Er sieht noch dazu top aus. Ich setze ihn mal auf, dann könnt ihr nochmal sehen, wie das so von der Seite ausschaut. Einfach so und so. Er liegt gut an, wie ein Rucksack, also wie meine anderen, also lässt sich sehr gut tragen. Die Kilogramm blende ich euch mal jetzt hier ein, was er auf die Waage gebracht hat, als ich jetzt fertig gepackt hatte. Und die Kilogramm hier von dem XS 38 werde ich auch nochmal drauf tun. Jetzt von dem Moment hat er hier sich super angefühlt mit dem Tragekomfort. Das war jetzt beides meine zwei, wie soll ich sagen, neue Travel Gears, Rucksäcke und Duffelbag. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt in Kasachstan heute Abend schlagen werden. Ich werde auf alle Fälle gleich, kommt im Anschluss nochmal so ein kleiner Review, ein paar Bilder vielleicht, die ich machen werde, unterwegs und werde dann auf alle Fälle noch gleich sagen, was mir gefallen hat an der ganzen Sache oder ob es irgendwelche Nachteile gibt, die kommen jetzt sofort. Einen wunderschönen guten Morgen aus Astana hier in Kasachstan. Es ist noch ein bisschen frisch und ich werde gleich zum Check-in gehen, um nach Hause zu fliegen. Ich wollte euch ja ein kleines Fazit geben zu dem Avant XS 38 und dem Avant Double Pro 60 Duffelback. Ja, wie haben sie sich geschlagen? Ich muss sagen, einfach gut. Fange ich einfach mit dem hier an. Das ist ja mein Handgepäckreisestück. Bei jeder Sicherheitskontrolle am Flughafen habe ich es ruckzuck aufgekriegt mit dem Frontsystem, konnte alles vorzeigen, was sie sehen wollten. Laptop ging super schnell raus und wieder rein. Also Daumen hoch für mich. Ich fand den super. Wer auch nur, sag ich mal, mit Handgepäck reisen will, für den ist es auch etwas, weil praktisch ist es halt mit dem Laptopfach und seine ganzen Anziehsachen kriegt man bei 38 Liter auch rein. Also das wäre ein Kandidat, den würde ich mir heute auch auf meine Weltreise mitnehmen. Einfach ein super Stück. Ja, der Duffelbag, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das Schöne ist, ich kann alle Riemen und Tragegurte verstecken. Das heißt, es gab nie Probleme wohl beim Verladen, denn es kann nirgendwo was hängen bleiben. Hat sich super geschlagen, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn ich einen einzigen Wunsch hätte, ist noch vielleicht, der hat ja hier überall diese auf den beiden Seiten die Henkel zum Hochheben. Ich hätte gerne, hier geht's nicht, weil hier ist noch eine Tasche, aber auf der anderen Seite, hier wäre noch einer, den ich einfach so nehmen könnte. Das wäre echt optimal, das wäre super. Ansonsten, ich bin voll zufrieden mit beiden Rucksäcken oder Taschen und ich sage Daumen hoch.
Und auf alle Fälle gehen sie jetzt im Januar mit mir mit nach Thailand auf meine zweimonatige Reise. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in den Rucksack und für das Duffelbag. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder sogar den Kanal abonniert. Es kommen immer mal wieder neue Reisevideos, daher jetzt auf Abo drücken. Ich wünsche euch was. Thank you.